Spider-Man. Und dann labern wir draußen Kotz, ey. Jetzt zeige ich dir das aktuellste Fix-and-Flip-Projekt, was wir hier gekauft haben. Wir haben jetzt eine Strategie eingeschlagen, angepasst an die Situation, und zwar kleine Einheiten, kleine hässliche Löcher, so wie der Gerald uns schult. Und genau, da haben wir hier eins allerfeinstes, ein kleines hässliches Loch. Und die Strategie ist jetzt die, wir haben so immer sieben Objekte im Flip drin hängen, also von Ankauf bis Verkauf 7 Stück. Wenn eins verkauft wurde, nehme ich immer neue mit rein wieder. Und aktuell, Akquise geht eigentlich. Also wir kriegen schon gute Objekte, sodass auch aussortiert wird ein bisschen was. Vor einem Jahr noch war es nicht so, da wurde nicht so viel aussortiert wie jetzt. Jetzt wird schon ein bisschen mehr aussortiert, weil immer das beste Objekt halt gezogen wird. Und nicht alle einfach, weil es einfach sonst zu viel ist. Die, wo alle gezogen haben in letzter Zeit und zu viel und so große Projekte auch, da sind schon ein paar Jungs dabei, glaube ich, die jetzt ordentlich schwitzen müssen. Und ich bin ganz froh, dass wir nicht so heftig übertrieben haben. Zeige ich euch mal das Objekt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier wohnt der Spider-Man. Deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Ganz wichtig auch noch, hier wegen dem Beton, dass man den nicht in den Abfluss lernen möchte. Nicht den Beton in den Abfluss lernen, ganz wichtig. Herzlich willkommen zum kleinen, hässlichsten Loch ever. Luft anhalten, Kameramann. Einer von denen passt gleich. Der hier. Oh, Digga. Ich geh nicht mit rein. Geh. Oh. Ich kotz, Alter. Ey, noch einmal kurz filmen, dann labern wir draußen, ich kotz, ey. Wir haben da drinnen nur kurz B-Roll-Aufnahmen gemacht, weil da riecht es nach Rauch so arg, also wirklich, das ist so arg. Ich wusste gar nicht, dass es so arg nach Rauch riechen kann. Ich kenne das halt, wenn man im Club irgendwo war und man riecht so an, sein Pulli riecht ein bisschen nach Rauch. Aber da drinnen, das ist geisteskrank. Ey, geisteskrank. Wahrscheinlich, ich würde sogar vielleicht bei der Sanierung den Putz runterschlagen, dass das stinkt. So, was ist jetzt die Strategy bei der Wohnung? Also wir haben die einfach gekauft, wie sie ist. Klein, hässliches Loch. Plan A ist einfach mal zu gucken, zu flippen, ohne was zu machen. Plan A. Plan B wäre sanieren und dann verkaufen. Plan C wäre sanieren und dann vermieten. Und dann wäre die Rendite auch eigentlich ganz okay. Wir haben solche kleinen Objekte, machen wir immer mit Eigenkapital zurzeit, damit es einfach schneller geht wegen Finanzierung, dass man da nicht irgendwie noch was eintragen muss und löschen und so, wenn man es wieder verkauft. Das ist halt so die Strategie, die wir eingeschlagen haben. Was jetzt ich nicht mehr machen würde bei dem Objekt, ist halt übelst abgefuckt. Also wenn man es vermieten muss, muss man es sanieren. Das ist halt nervig. Ich versuche die nächsten Objekte, die wir machen, dass man die nicht sanieren muss. Vielleicht streichen kurz oder so und Boden. Das wäre okay, was das angeht, dass man halt schnell wieder rauskommt aus dem Ganzen. Aber nicht, dass man halt komplett eine Kernsanierung machen muss für eine Vermietung. Das nervt einfach nur bei einer Wohnung, weil es so viel Aufwand ist und dann hast du halt am Ende des Tages irgendwie ein paar hundert Euro Mieteinnahmen. Das ist bei den kleinen Dingern halt der Nachteil. Aber der Vorteil ist halt der. Oh, es ruft einer an. Ich gehe kurz ran. Fröhlich. Mhm, super, danke Ihnen und schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss, bis dahin. Sag ich zu Kollege. Fahren wir zum nächsten Objekt. Wir haben jetzt ein paar Objekte eingekauft, so drei Stück hier in der Gegend, wo wir jetzt einer nach der anderen filmen. Das nächste, wo wir hinfahren, ist ein bisschen besser im Zustand. Auf jeden Fall die Wohnung hier muss man renovieren. Wenn man die renoviert, kann man 500-600 Euro bekommen. Dann werden es wahrscheinlich ein paar häufigere Mieterwechsel sein, wenn man sie
wenn man sie günstiger vermietet, hat man in der Regel länger seine Ruhe. Also für 450 hat man dann länger seine Ruhe und es wird nicht neu vermietet so oft. Und wenn man so ranzig vermietet, kriegt man vielleicht seine 200, 250 Euro. Aber am Ende des Tages bin ich schon auf kurze Abwicklungszeiten getrimmt. Strategie ist halt über kurze Deals, Fix and Flip ein bisschen noch Equity aufzubauen, noch weiter, um dann, wenn die Zinsen weiterhin oben bleiben, das ein oder andere Mehrfamilienhaus vielleicht in Bestand reinzukaufen. Weil im Mehrfamilienhausbereich hast du halt einmal Notartermin, das ist gleich irgendwie 10 Wohnungen, finde ich geil. Was ich noch geil finde daran, an Vermietung, ist halt so eine Never-Ending-Story. Wohnung kaufen, sanieren, verkaufen, ist vielleicht ein guter Profit mit dabei, ja. Aber am Ende des Tages muss man dann wieder die nächste Wohnung flippen, um Cashflow zu generieren. Bei einer Vermietung, wenn der Mietvertrag läuft und der Mieter bezahlt, dann ist es so wie so ein Perpetuum mobile. Es kommt immer weiter das Geld rein und man muss nicht dauernd neue Sachen machen. In diesem Sinne piepst das Auto. Ist ein Zeichen, dass es reicht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr klarkommt mit den Zinsen. Ich hoffe, falls ihr variabel finanziert habt, dass ihr klarkommt mit den gestiegenen Zinsen. Und wenn ihr noch ein bisschen Eigenkapital übrig habt, könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon sehr gut einkaufen teilweise, weil die Anfragen sind noch hoch, aber nicht die wirklichen Leute, die es durchbekommen.